Ja, aber wenn Sie vielleicht schon an der Parodontose leiden, dann ist vielleicht keine so gute Idee, die alten Bakterien mit der Zahnbürste am nächsten Tag wieder einzumassieren. Mein Name ist Stefan Fickel, ich bin Zahnarzt und Wissenschaftler, ich bin Professor an der Universität in Würzburg und ich halte viele Vorträge und denke mir jedes Mal, die ganzen Sachen, die wären doch viel wichtiger, dass der Patient die erfährt. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und genau dieses Wissen möchte ich mit Ihnen teilen. Ja, harte und weiche Borsten, naja, also man könnte natürlich sagen, eine harte Borste reinigt besser, oder? Und es knirscht so schön. Wenn man jetzt so eine Zahnbürste nimmt und die richtig mit Schmackes drüber fahren lässt, dann hat man eigentlich ein besseres Reinigungsgefühl. Aber ganz interessant, natürlich machen Sie mit so einer harten Borste, machen Sie natürlich viel mehr am Zahnfleisch kaputt. Daher würden wir sagen, wenn Sie dünnes Zahnfleisch haben, wenn Sie vielleicht schon ein bisschen Probleme haben mit Zahnfleischrückgang, sind eher die harten Borsten nichts. Auf der anderen Seite, die weichen Borsten haben auch einen Nachteil, und man glaubt es gar nicht so, aber weiche Borsten, die speichern die Zahnpasta stärker. Das heißt also, in der Zahnpasta ist natürlich neben unserem Wunderstoff Fluorid Schmirgelmittel, also Abrasivstoffe. Und natürlich werden diese Abrasivstoffe besser gespeichert und sie können mehr in ihren Zahnoberflächen kaputt machen. Also ein Tipp, ich würde sagen, weiche Zahnborsten. Aber wenn Sie weiche Zahnbürsten, dann schauen Sie darauf, dass Sie eine Zahnpasta nehmen, die vielleicht für sensitive Zahnhälse oder Ähnliches gedacht ist. Eine Sache hat sich vielleicht noch geändert, elektrische Zahnbürsten. Sind elektrische Zahnbürsten besser als Handzahnbürsten? Wir müssen heute sagen, wahrscheinlich in den Studien kommt immer raus, dass die elektrischen Zahnbürsten ein bisschen besser putzen als die Handzahnbürsten. Ob das natürlich relevant ist in der Praxis, wenn man nur 30 Sekunden putzt, stellt sich wieder so ein bisschen anders dar. Der einzige große Vorteil bei diesen elektrischen Zahnbürsten, die haben einen Timer. Das heißt also, die piepsen. Und es gibt Studien, die zeigen, nur allein wegen diesem Timer putzen sie länger. Also aus der Sicht wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll, an eine elektrische Zahnbürste zu denken. Und was vielleicht noch ein bisschen einen Effekt haben könnte, gerade Schall- und Ultraschall-Zahnbürsten sind auch in der Lage, das Fluorid durch die Vibrationsbewegungen auch in die Bereiche zu bekommen, wo vielleicht die klassische Zahnbürste nicht hinkommt. Also ein kleines, vorsichtiges Ja als Empfehlung zu einer elektrischen Zahnbürste. Ja, Bambuszahnbürsten, das können Sie natürlich machen und das umweht immer alles so ein bisschen diese Öko-Geschichte. Das Problem ist nur, Bambus ist natürlich ein Naturmaterial und Naturmaterial ist wie immer niemals komplett glatt. Wenn Sie sich so eine Bambuszahnbürste mal unter dem Mikroskop anschauen, ja, dann werden Sie überrascht sein, welche Bakterien da alles überlebt haben. Also ich würde sagen, sicher nicht ideal, wenn Sie wahrscheinlich gar keine Probleme mit Ihren Zähnen haben, dann wird Ihr Immunsystem das auch schaffen. Ja, aber wenn Sie vielleicht schon an einer Parodontose leiden, dann ist vielleicht keine so gute Idee, die alten Bakterien mit der Zahnbürste am nächsten Tag wieder einzumassieren.